Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, erneut habe ich mich im Internet auf die Suche begeben und habe 10 Pieces für euch rausgesucht. Es sind ein paar coole Sachen dabei, wie immer. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball. Checkt die Pieces ab. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem ersten Piece. So Leute, an der Stelle nochmal ein kleiner Reminder. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Wie gesagt, das ist ein kleiner Support an mich und wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Piece. So, das erste Piece habe ich gefunden bei Zara und zwar ist das eine sehr, sehr nice Chino, die es in 3 Colorways gibt und ich finde diese Hose wirklich extrem cool. Hat einen lässigen Straight Fit, kostet nur 30 Euro und die gibt es in einem schönen Beige-Ton. Finde ich echt nice, sieht auch von Materialien und etc. echt gut aus. Aber es gibt sie auch noch in Blau und auch noch in Schwarz. Ja, ich finde sie auf jeden Fall cool. Von der Länge her wirklich in Ordnung, nicht zu kurz. Und dementsprechend finde ich sie echt eine gelungene Hose. Mich würde persönlich interessieren, diese Beige-Töne. Ich fahre da extrem im Moment drauf ab, dieses Beige-Braun. Etc. ist wirklich so ein bisschen mein Fall. Und ja, vielleicht gucke ich mir die Hose demnächst mal an. Mal gucken, was in den nächsten Latest Pickups auf euch so wartet. So, aber checkt die Hose auf jeden Fall mal ab. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece ist eine Carhartt-Hose. Sind gerade groß im Hype, mehr oder weniger. Gibt viele Marken, die die Hosen quasi neu oder abgeändert rausgebracht haben, ob es jetzt Heron Preston ist oder Gallery Department etc. Gibt auf jeden Fall verschiedene Adressen von den High-End-Designern, wo es sowas gibt. Und ich dachte, warum einfach nicht meine Standard-Card-Hose raussuchen. Ich habe jetzt extra nicht diese Double-Layer-Hose genommen, sondern einfach mal eine coole, die so ein bisschen schon abgerockt aussieht. Wie gesagt, dieses ganze Thema Vintage sowieso mega angesagt und die sieht schon wirklich gut runtergerockt aus und es gibt die in verschiedenen Größen und dementsprechend finde ich es einfach eine coole Variante, diese Cargo Carhartt-Hose, wirklich sehr nice, auch in diesem abgerockten Braun-Beige finde ich sehr, sehr nice und kostet natürlich allerdings auch 115 Euro, aber sehr cool. So, machen wir weiter mit der nächsten Hose und diese Hose ist bei mir ganz oben auf der Liste und zwar die Dickies 874. Ist eigentlich eine Arbeitshose, aber die hat einen sehr genialen Fit. Wie ihr seht, ist das einfach mal kombiniert mit so Chucks und ich finde den Fit wirklich sehr cool. Also ich kann da nichts gegen sagen. Ich habe früher in meiner Jugend sehr viel Dickies auch getragen und wenn ich jetzt sagen würde, hey, das war genau die Hose, die ich getragen habe, müsste ich lügen. Ich weiß es einfach nicht mehr, welches Modell es war. Aber ich finde diese 874 auf jeden Fall sehr, sehr nice, hat einen sehr coolen Fit. Und dementsprechend ist diese auf jeden Fall bei mir ganz oben auf der Liste. Ich weiß nur nicht genau, welchen Colorway ich nehmen soll. Ich tendiere zu dunkelbraun, aber wie gesagt, das ist gerade noch bei mir auf der Liste. Und ja, deswegen hat es auch diese Hose in meinen 10 Favorite Pieces der Woche geschafft. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece ist eine Vintage Levi's. Ich habe mir hier eine Vintage Levi's bestellt, wie ihr seht hier, ich habe die gekauft und deswegen wollte ich das einfach mal weitergeben. Ich werde die auch nächste Woche für euch mal unboxen und dementsprechend gehen wir auf das ganze Thema auch mal ein, Vintage. Und hier kann man die zum Beispiel bekommen, da habe ich sie auch bestellt. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie das Ganze ist, aber ich finde sie für den Preis auf jeden Fall mega fair. Keine 30 Euro, so eine Vintage Hose und es gibt verschiedene Colorways. Ich habe jetzt hier auch diesen Light Stonewash genommen, man kann auch mit, man kann auch Dark. Blue oder Black, Blick finde ich auch sehr nice, weil dieses ausgewaschene Schwarze finde ich auch sehr cool. Aber ich habe auf jeden Fall Light Stonewash genommen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe bei mir Größe 32, Länge 32 genommen. Müsst ihr auf jeden Fall am Ball bleiben. Die Sachen werden wieder aufgestockt. Und auch diesen Link findet ihr unten in der Infobox. Wie gesagt, wir gehen auf die Sachen nächste Woche mal ein und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin sehr gespannt, wie die Hose auf jeden Fall sitzen wird. So. Jetzt haben wir das Thema Hosen abgearbeitet. Ich habe 4 Hosen rausgesucht. Jetzt habe ich noch ein paar Jacken am Start. Und zwar fangen wir an mit der ersten Jacke. Und zwar die habe ich gefunden bei Bershka. Die gibt es für 45 Euro, also für 46 Euro. Und ich fand die sehr cool, weil die hat dieses cremefarbene Lammfell-Imitat. Quasi die Jacken, wie ich in meinem letzten Pickups auch vorgestellt habe, ähnlich von Zara, aber in dem Fall ist das so ein bisschen mehr in diese Holzfäller-Richtung. Mit dieser Tasche oben noch. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich sag mal, diese Farbkombo Beige mit diesem Cremeweiß gefällt mir extrem gut. Größentechnisch ist noch alles am Start und dementsprechend fand ich es einfach sehr nice. Und die hat einen coolen Fit. Finde ich, ist cool gemacht hier auf der Seite. Und dementsprechend dachte ich, pack die einfach mal rein. Warum nicht? Dem einen oder anderen mag sowas vielleicht gefallen und sucht sowas noch.
Und dementsprechend dachte ich, warum nicht? So. Kommen wir zur nächsten Jacke. Und die nächste Jacke ist auf jeden Fall mit Abstand das teuerste Piece hier in meinem 10 Favorite Piece der Woche. Aber ja, muss ich gar nicht viel zu sagen, ist diese klassische Flieger-Bomberjacke von Polo Ralph Lauren, die eigentlich fast jedes Jahr immer wieder aufgerollt wird. In dem Fall ist, Entschuldigung, die fast jedes Jahr immer wieder aufgerollt wird. In dem Fall jetzt hier in diesem ja, abgerockten braunen Leder mit diesem Fellkragen etc. Ich finde sie sehr cool. Allerdings, ob ich jetzt bereit dafür wäre, so viel Geld auszugeben, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann euch sagen, es gibt auch immer einen coolen Sale. Dementsprechend, wie ihr seht, es gibt sogar schon mal teilweise manche Kurse nicht mehr. Also es gibt wohl relativ viele Leute, die dafür bereit sind, so viel Geld auszugeben. Aber ich weiß zum Beispiel aktuell nicht. Aber ich fand sie sehr nice und deswegen kam sie in die 10 Favorite Pieces der Woche auf jeden Fall mit vor. Und ja, sehr cool. Die gibt es jetzt aktuell wieder. Und ja, ich finde sie auf jeden Fall sehr cool. Ja, gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich mir sogar schon bestellt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist die College-Jacke von Mango Man. Und die es da gerade aktuell gibt. Ich finde sie mega nice. Wirklich fast schon perfekt. Weil erstens kein Branding. Zweitens vom Fit sieht sie super cool aus. Und drittens, was mir wichtig ist, dieser Kragenärmel unten am Bund. Kombo, wie das Ganze aufgebaut ist, gefällt mir auch sehr gut. Und generell, das Material sieht auch nicht billig aus. Also nicht dünn und billig. Einfach nur, wie wenn man so eine Standard-College-Jacke, ich sag mal, von einer anderen Marke, von, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt diverse Marken, die die dauerhaft im Programm haben. Die sieht auf jeden Fall nicht so hochwertig aus. Und ich finde die auf jeden Fall sehr nice. Und dementsprechend kann ich euch schon mal vorweg sagen, ich habe die bestellt. Wir gucken uns die auch demnächst noch an in meinen Latest Pickups. Deswegen seid auf jeden Fall am Start. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die. Die hat mir auf jeden Fall sehr zugesagt. Kommen wir zur nächsten Jacke, beziehungsweise zur letzten Jacke und die fand ich sehr nice, die ist mir einfach ins Auge gefallen. Ist auch wieder so eine Art Teddyjacke, aber in dem Fall hier von Scotch & Soda für 250 Euro so ein Mix aus so einer, ja, die sieht schon ähnlich aus wie so eine Bomberjacke. Allerdings, ja, komplett aus diesem Teddy-Stoff, was ich aber cool finde, ist, dass diese Brauntöne gemixt sind. Ich finde sie sehr nice, ich würde sie für mich wahrscheinlich einfach mal bestellen. Ob sie mir dann in Real gefällt oder nicht, ist dann die Frage, wie sieht das Ganze aus, wie kann man das Ganze kombinieren etc. Aber ich fand sie einfach mal cool und ein bisschen was anderes als immer diese Standardsachen, die man reinpacken kann. Und deswegen, vielleicht ist der eine oder andere direkt verliebt quasi und wünscht sich sowas oder sucht sowas. Und dementsprechend finde ich das sehr nice. Und es gibt 2 Tage bei About You, habe ich gesehen, noch extra Prozent, bis zu 30% auf Jacken. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Jacke drunter fällt. Habe ich jetzt auch bewusst, unbewusst nicht darauf geachtet. Müsste man beim Checkout darauf achten. Es kann sein, dass noch ein Rabatt drauf kommt. Oder es kann auch sein, dass sie einfach der Preis bleibt. Dementsprechend aber größentechnisch noch alles vorhanden. Deswegen checkt das einfach mal ab, wenn ihr Bock habt. Und ja, auf jeden Fall auch cool. So, und dann kommen wir zu 2 Hot Drops, die morgen früh anstehen. Deswegen, heute geht das Video noch online. Ich drehe das gerade eben und das geht auch heute noch online. Und auf jeden Fall, ein sehr cooler Schuh ist dieser Nike Air Force 107 und zwar in diesem Creme-Grau mit Weiß. Die ähneln ziemlich meine Modelle, was ich habe. Ich blende das hier mal eben ein. Und diese Schuhe sind immer wieder gefragt. Die waren aber relativ schnell die waren relativ schnell ausverkauft und ja, im Prinzip sieht der Schuh fast genauso aus, nur ein bisschen mehr beige und es ist kein Suitleder, sondern es ist Glattleder. Und dementsprechend, wie gesagt, seid da schnell morgen, der Schuh wird relativ schnell ausverkauft sein. Es gibt ihn aber auf verschiedensten Adressen und ja, ich finde es auf jeden Fall cool. Morgen um 9 Uhr findet ihr diesen Schuh zum Beispiel auf Nike. Falls ihr da up-to-date sein wollt, guckt einfach bei den Premium-Stores wie, ich sag mal, Asphalt Gold, 43,5, Soulbox etc. Ich denke, da wird es den Schuh überall zu kaufen geben und dementsprechend könnt ihr da auch schauen, ob ihr ihn bekommt. So, und dann kommen wir noch zum nächsten Hot Drop, der morgen ansteht. Ich weiß, viele tragen es nicht mehr, aber ich wollte es einfach noch mit reinpacken. Auch morgen früh, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich meine auch gegen 9, wenn nicht sogar, ich glaube gegen 9. Der neue Yeezy Boost 350 V2 in diesem Cremefarben ist ein cooler Colorway. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere das extrem abfeiert. Ich muss sagen, bei mir ist dieser Yeezy Hype leider vorbei. Die haben den Markt so ein bisschen übersättigt und ja, wer sowas sucht, kann das morgen auf jeden Fall gerne abchecken.
Der wird morgen auch released. So, und dann habe ich noch einen kleinen, ich sag mal, Geheimtipp, wo ich im Moment auch sehr viel reingucke. Und zwar sind das Vintage Stores. Ich habe jetzt hier immer einfach mal einen rausgesucht in Deutschland. Da ist vintagerex.de. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich blende das hier mal eben ein, die Adresse. Und da könnt ihr im Prinzip so Vintage-Sachen, wirklich, also gebrauchte Sachen, suchen. Allerdings, wenn ihr so einen Shop besucht, müsst ihr entweder was Spezielles suchen, also ihr googelt dann, ihr sucht danach, oder ihr stöbert einfach durch. Nehmt euch Zeit und guckt euch seitenlang Pieces an, die euch gefallen könnten. Und da kann man schon mal das ein oder andere coole, ich sag mal, T-Shirt etc. abgreifen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So Vintage-Sachen, die man ansonsten fast gar nicht bekommt. Auf jeden Fall eine coole Adresse. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Generell solltet ihr schon mal ab und zu einfach mal reinschauen. So Vintage-Shops sind auf jeden Fall sehr cool. Und die haben das hier sogar sehr cool aufgeteilt in verschiedene Kategorien. Und ja, auf jeden Fall sehr nice. Auch die Adresse packe ich unten in die Infobox. So, und das war es an der Stelle wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Es waren jetzt 11 Sachen, die ich euch gezeigt habe mit diesem Store noch zum Schluss. Wie gesagt, checkt die Sachen ab. Ich würde mich selber darüber freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst und vielleicht auch noch ein Like. Und ja, Peace, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.